So, und da sind wir wieder bei Let's Play The Long Dark. Wir kämpfen gegen den Bären. Ja. Ich vermute, wenn ich jetzt rausgehe, ist der Bär direkt da. Uns geht es soweit gut. Wir sind ausgehungert, ausgeruht. Ich erinnere mich, wir mussten. Oh, tollen Schneesturm. Ja, genau, den kann ich jetzt ganz gut brauchen. Kleidungsmäßig, ich brauche ein Nähset, sonst ist auch die restliche Kleidung, die wir noch haben, demnächst bald kaputt. Und wir brauchen auch. Erstmal, wir brauchen Schuhe. Schuhe wären ganz praktisch und vielleicht auch ein bisschen bessere Kleidung. Wir haben noch Wasser, wir haben noch was zu essen. Wir können nicht rausgehen, fällt mir gerade so auf. Denn wir haben einen Schneesturm draußen. Und wenn ich da jetzt rausgehe. Wo ist hier eine Tür? Ich sehe keine Tür. Ach so, ich war im Auto. Okay. Ich würde sagen. Nee, das machen wir nicht. Ach, Moment. Muss aber wieder reinkommen. Ach Mensch, ich darf nicht loslassen. Ausruhen. Wir warten noch eine Stunde, okay? Das erhöht tatsächlich auch unser Leben. Ja, eine Stunde schlafen geht vielleicht noch. Na, nicht müde genug. Okay, dann warten wir halt noch eine Stunde. Eine Stunde schlafe ich jetzt noch. Und dann gehen wir raus. Wir werden sowieso nicht lange draußen stehen bleiben, weil draußen überleben können. Mit dem Schneesturm und der Kleidung sind die Chancen auf Überleben nicht so gut. Aber jetzt ist wenigstens heller. Ich muss noch ganz kurz überprüfen, was wir alles haben, was wir an Brandmaterial haben. Nicht so gut. Ich gehe sowieso davon aus, sobald wir rausgehen, ist der Bär wieder da. Ich trinke auf jeden Fall nochmal was. Weil wenn der uns verfolgt, kann ich wohl kaum dann was trinken. Das Essen behalte ich mal im Inventar. Das werde ich vielleicht noch brauchen. Und lieber verliere ich da jetzt ein bisschen Leben, als dass ich dann später Probleme kriege. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach rechts. Hoffen, dass der Bär nicht da schon rechts ist. Ich würde sagen, der Bär ist jetzt immer direkt hinter uns, sobald wir irgendwo sind. Und wir müssen auf jeden Fall in das zweite Level. Sobald das Spiel geladen hat. So, wir haben absolut keine Sicht. Boah, das ist ja furchtbar. Minus 40 Grad, ich überlege. Ich glaube, ich kann hier nicht draußen bleiben. Minus 40 Grad, das überlebt man nicht. Tut mir leid, ich muss drin bleiben. Das ist jetzt echt Mist. Da erfrieren wir viel zu schnell und ich sehe auch nichts, also. Ich muss den einfach noch hier drin bleiben. Ja, was soll ich machen? Wir warten mal noch 2 Stunden. Okay. Wir haben zwar noch einen Schneesturm, aber jetzt kann ich wieder was sehen, das ist gut. Jetzt hänge ich irgendwo fest. Warum können wir die Heuballen hier nicht anzünden? Die brennen bestimmt super. Okay, wir haben jetzt immer noch Sturm, aber wir sehen wenigstens was. Ich vermute mal, wir haben jetzt immer noch minus 40 Grad. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu heiß, wenn ich ehrlich bin. Ach, Gott sei Dank, nur noch minus 17 Grad. Immerhin. Das bringt uns aber absolut überhaupt nichts. Ich hätte, glaube ich, in dem Dings noch was schauen können. Da wäre bestimmt noch was zu essen drin gewesen. Ihr wisst, was ich meine. In dem. Ich laufe mal kurz zu dem da. Zu der Scheune. Ich laufe schneller! Bär! Bär! Wo war der? Ich wusste, der Bär ist hier irgendwo. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der Bär dort an der Hütte wartet. So ein Dreckvieh. Na, warte. Sobald ich eine Waffe habe, knall ich dich ab. So ein mieses Vieh. Das ist mir ernsthaft.
Ich habe gedacht, okay, wenn ich hier rauskomme, ist der irgendwo. Der wartet extra da, wo du nicht mit ihm rechnest. Okay, ich habe kein Brecheisen. Das Beste ist ja, selbst wenn wir eine Waffe finden, bringt die uns ja nichts gegen den, weil der ja unverwundbar ist. Okay. Ich weiß, ich bräuchte wahrscheinlich noch ein bisschen Zeug, aber kann es mir gerade nicht leisten, hier groß anzuhalten. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor den Wölfen, weil wenn die Wölfe jetzt nicht wären... Oder wenn der Bär da nicht wäre! Lauf! Der ist hinter mir! Geh weg! Ja, heul nur, du blödes Vieh! So ein mieser Bär. Geh zurück in dein großes blaues Haus. Okay, wir haben gleich keine Ausdauer mehr. Ich hoffe, der lässt mich jetzt in Ruhe. Der ist auch gar nicht so blöd. Der hat einen Weg abgeschnitten, habt ihr das gesehen? Ich glaube, der weiß, wo ich hin will. Ich habe andere Probleme. Hör auf zu jammern. Wenn uns erwischt, sind wir tot. Ich frage mich nur, wenn wir 100% Leben erreicht haben und erwischt uns, haben wir dann auch verloren. Das heißt ja, du musst abhauen, bevor dich der Bär nochmal erwischt. Und ich habe halt schon mal die, ich habe schon die ersten Folgen von dem hier geschnitten. Zwei Folgen nur versagen. Bei Kronk würdet ihr es nicht sehen, denn ich habe gemerkt, der schneidet nämlich solche Sachen raus. Hat er nämlich in dem einen Mal vergessen. Ich glaube, er ist weg. Ob ich jetzt eine Unterkühlung kriege oder nicht, ist mir sowas von egal, weil ehrlich gesagt, ich habe ganz andere Sorgen. Und ich muss sagen, der Bär macht mir auch weniger Sorgen, gerade als eventuelle Wölfe, die hier lauern könnten, weil wir sind relativ in einem schlechten Zustand. Nicht nur relativ, wir sind einfach in einem schlechten Zustand. Und so ein Wolfsangriff könnte uns jetzt direkt töten. Ich erinnere an die eine Folge, wo ich direkt von einem Bären angefallen wurde, nicht mal Zeit habe, meine Wunden zu behandeln und sofort tot bin. Das war schon recht mies. Es ist sehr glücksabhängig, dieses Level. So wie alle anderen eigentlich auch, weil wenn du einfach nichts findest, findest du nichts. Ich gehe mal hier lang, ich weiß nicht mehr... Aber ja, natürlich, da schaffst du es nicht drüber. Da ist eine gut 10 cm Schnee, da kann man nicht drüber steigen. Muss irgendwie hier querfeldein, das weiß ich noch. Und hoffen, dass da kein Wolf irgendwo ist. Und ich habe auch überhaupt keine Flares oder sonst irgendwas. Die finde ich wahrscheinlich absichtlich nicht, damit ich den Bären nicht auf Distanz halten kann. Gehe ich mal stark davon aus. Einen Stock muss ich trotzdem mitnehmen, ein paar. Weil ich brauche einfach die Chance, Feuer zu machen, brauche ich einfach. Und ich habe nicht die Zeit, hier irgendwelche Äste zu zerlegen, so wie die da. Nee, ich dachte, das ist ein Stock. Wir müssen jetzt erstmal zur Mine kommen. Zum Glück habe ich die Sturmlaterne. Klar, also wenn ihr in der Mine seid ohne Sturmlaterne, das ist echt Mist. Ich meine, ihr hab genug Streichhölzer unter Umständen. Ich hätte jetzt genug. Aber du musst halt ständig neu ausrüsten und das ist nervt. Zumal hat das auch nicht unbedingt die meisten Reichweite. Lange kann ich nicht mehr draußen bleiben, wir haben schon sehr viel verloren wieder. Wenn ich den Weg hoch finde, laufe ich auf jeden Fall. Und wenn ich in der Mine was zu essen finde, bleibe ich die Nacht in der Mine auf jeden Fall. Das Gute ist, in der Mine kriegen wir dann haufenweise Kohle. Wenn wir dann noch ein bisschen Nahrung finden, könnten wir es eigentlich so, könnten wir auf 100% kommen. Und vielleicht finden wir auch ein bisschen Kleidung. Das sah gerade aus wie ein Bär, dieses Stück Stein da. Voll gemein. Ich laufe noch mal ein kleines Stück. Aber nicht viel. Was gut ist, wir brauchen ja jetzt eigentlich die Schläfrigkeit. Das ist ganz wichtig vor allem.
Also sind Kräutertees und Kaffee hier nicht so nützlich unbedingt. Nur bedingt zumindest. So, ich glaube, hier muss man noch geradeaus. Gut, hier ist ein Reh, das heißt, hier dürfte man sicher sein. Ich glaube, da muss ich irgendwo hoch. Oh, ne, ich muss da hinten hoch, glaube ich. Hier ist jetzt aber wieder die Gefahr von dem Wolf. Mit 31% schaffen wir das garantiert nicht, ihn abzuwehren. Achso, das sind die, okay. Ich hätte der Straße, glaube ich, noch ein bisschen folgen müssen. Oder ich versuche mal lieber da hinten. Ich bin doch nicht richtig, glaube ich. Ach, Mist. Ich war zu voreilig, glaube ich. Ich guck mal kurz, wie es um unseren Gesundheitszustand geht. Okay, das ist noch akzeptabel. Heiligt ein totes Reh, das kann ich mir aber jetzt leider nicht holen. Aus Gründen. Oh, hier ist eine Höhle. Ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Vielleicht finde ich in der Höhle ja schnell was. Wenn ich das Reh hole, dann tötet uns die Kälte in der Zeit. Okay, was ist das? Holz? Zedernholz, okay. Eine Lupe? Ein Schal. Den Schlafsack nehme ich auch mal mit. Ich nehme mal alles mit, was ich kriegen kann. Na, Mist, wir frieren trotzdem weiter. Oh, ein dünner Wollpullover, den werde ich auf jeden Fall anziehen. Bisschen besser ist es schon. Verdammt, ich habe mich total verrannt. Das darf eigentlich nicht passieren. An und für sich könnte ich hier bleiben, aber ich weiß, dass der Bär uns folgt und wenn wir schlafen, ist er garantiert wieder auf unseren Fersen. Ich kann mich auch nicht mehr an den Weg so richtig erinnern. Also ich weiß noch den Weg, aber ich wusste nicht mehr, wo ich einbiegen muss. Ich glaube, ich bin viel zu früh eingebogen. Und ich kenne bloß einen einzigen Weg. Ich glaube, da hätte ich hochgekommen. Dort hinten hätte ich, glaube ich, hochgemusst. Ich glaube, ich muss noch eins weiter. Komm, das muss ich jetzt noch ein bisschen aushalten. Das Gute ist, so kriegen wir unser, unseren Erfolg ein bisschen höher. Nee, ich bin eigentlich richtig. Hier in der Nähe muss das sein. Das ist der Weg. Wartet mal. Minus 11 Grad, das werden wir nicht mehr lange durchhalten. Genau, das ist der Weg hier hoch eigentlich.